Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über den Muskelentwickler geschrieben, welchen er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Der Muskelentwickler von Flavio Simonetti. Der Muskelentwickler ist ein Fitnessprogramm, welches sich speziell an schmale Jungs richtet, die Schwierigkeiten haben, Gewicht zuzunehmen und Muskeln aufzubauen. Dieses Programm war 2008 das erste seiner Art und auch das erfolgreichste. Vor kurzer Zeit hat Flavio den Muskelentwickler überarbeitet und angepasst. Zu Flavio Simonetti. Flavio Simonetti war einer der ersten Fitness-YouTuber in Deutschland und ist es bis heute auch. Er ist auf allen sozialen Plattformen unterwegs und hat mehrere hunderte tausend Follower. Als Natural-Athlet, jemand der seinen Körper nur auf natürliche Art trainiert, keine Zusatzmittel oder ähnliches, ist Muskelentwickler nicht sein einziges Fitnessprodukt. Es gibt viele weitere Programme wie zum Beispiel Naturgewalt, wo er Training, Ernährung und Charakteraufbau vereint. Außerdem kann man von ihm auch lernen, wie man Proteinshakes selbst erstellt, um auf die Industriellen verzichten zu können. Sein Hauptaugenmerk liegt immer auf Jungs, die Gewicht zunehmen wollen, da er selbst einmal sehr dünn war und kein Gewicht zunahm, bis er den Entschluss fasste, sich mit Fitness-Eindringen zu beschäftigen. Das Programm. Der Muskelentwickler ist ein Trainingsplan, dessen Ziel es ist, Muskeln aufzubauen, nachdem man Gewicht zugenommen hat. Den Ernährungsplan kann man optional dazu buchen, was empfohlen wird, da gerade die Ernährung der wichtigste Teil bei der Gewichtszunahme ist. Zunächst wird auf ca. 100 Seiten im Detail erklärt, wie der Muskelaufbau funktioniert, um theoretische Grundlagen zu schaffen. Im praktischen Teil erfolgt das Training. Im Mitgliederbereich kann man zwischen den verschiedenen Körperregionen wählen, zum Beispiel Brust, Schulter, Bizeps, Bauch und so weiter, und ob man daheim oder in einem Fitnessstudio trainiert. Nach der Auswahl erscheinen dann mehrere Übungen zu dieser Region. Die Übungen werden alle in einem Video genau vorgeführt, sodass man sie zu Hause oder im Fitnessstudio nachmachen kann. Dies ist nicht nur anfängerfreundlich, sondern eine gute Methode, um Fehler oder Verletzungen zu vermeiden. Es wird einem genau erzählt, worauf man bei jeder Übung besonders achten muss, um sie korrekt auszuführen. Dies ist besonders wichtig bei Übungen mit Gewichten, da dort die Verletzungsgefahr am größten ist. Im Ernährungsteil wird ein kompletter Ernährungsplan zur Verfügung gestellt, der angepasst an den eigenen Kalorienbedarf ist. Die Muskelentwickler-Community. Neu mit eingebunden wurde die Facebook-Community. Wenn man Mitglied der Fitnessroutine ist, so erhält man Zugang zur exklusiven Muskelentwickler-Facebook-Gruppe. Hier kann man Fragen stellen, sich gegenseitig mit anderen Mitgliedern austauschen und ganz wichtig, sich inspirieren und motivieren lassen. In der Gruppe ist Flavio Simonetti selbst aktiv und beantwortet so gut wie es geht die eingehenden Fragen. Kostenpunkt. Das achtwöchige Fitnessprogramm kostet im Monat 49 Euro. Insgesamt kommt man so auf 98 Euro für den gesamten Trainingsplan. Wie schon erwähnt, ist der Ernährungsplan nicht enthalten. Wenn man diesen zusätzlich erwerben will, muss man noch einmal mit ca. 27 Euro rechnen. Meine Reise mit Muskelentwickler. Ich gehöre zu den vielen Jungs, die einfach nur dünn waren. Ich konnte scheinbar essen, was ich möchte und nahm dabei keinen Gramm zu. Da ich zudem auch noch sehr groß bin, sah ich einfach nur schlaksig aus und irgendwie auch unbeholfen. Insgesamt habe ich mich meinem Körper nicht wohlgefühlt und habe daher mich im Internet umgeschaut. Das Angebot ist so groß, da die Fitnessbranche in letzter Zeit extrem gewachsen ist. Man wird regelrecht überflutet mit den besten, schnellsten und einfachsten Programmen im Internet und in der Fernsehwerbung. Da der Muskelentwickler schon sehr bekannt ist, existieren auch mehrere Erfahrungsberichte, die ich mir ansah und die mich letztendlich überzeugt haben. Den Preis finde ich absolut im Rahmen. Viele andere Programme nehmen deutlich mehr Geld, für signifikant weniger Inhalt. Ich habe auch noch den Ernährungsplan dazu gekauft, weil ich mir denke, dass dieser unabdingbar ist, wenn man sichtbare Erfolge erzielen möchte und auch sonst eher Probleme bei der Gewichtssteigerung hat. Der Teil der Ernährung besteht einmal aus einem Guide, der dir genau zeigt, welcher Körpertyp du bist und der eigentliche Ernährungsplan, der dann auf den Körpertyp, den du zuvor bestimmt hast, angepasst ist. Ich selbst bin ein Hardgainer, also jemand, der sehr langsam Gewicht zulegt und habe mich an den entsprechenden Vorschlägen zur Ernährung gehalten, die hier besonders viele Kohlenhydrate enthält. Die Umstellung bei den Ernährungsgewohnheiten war für mich das Schwierigste und auch in kleinen Schritten erfolgreich. Mit der Zeit jedoch habe ich mich daran gewöhnt und es war nichts mehr, wozu ich mich immer überwinden musste. Der Trainingsteil ist grandios, man hat immer die Wahl, ob man zu Hause oder in einem Studio seinen Workout durchziehen will. Für mich war das sehr wichtig, da ich in den ersten zwei Wochen des Muskelentwicklers noch keine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio hatte. Die Übungen sind abwechslungsreich und super erklärt. In den Videos wird veranschaulicht, was man machen muss und was nicht. Ich habe nach zwei Wochen auch im Spiegel schon Ergebnisse sehen können, sowie auf der Waage. Ich hatte ca. 7 Kilo zugenommen, von 60 Kilo auf 67 Kilo, bei einer Größe von 180 cm.
Durch die neu gewonnene Motivation hatte ich mich im gleichen Zuge im Studio angemeldet, um auch diesen Teil des Muskelentwicklers nutzen zu können. Ich würde hier Neulingen dennoch empfehlen, sich die Geräte vom Personal einmal zeigen zu lassen. Auch wenn die Übungen und alles detailreich gezeigt wird, so sollte man trotzdem vor dem Umgang mit den Geräten lernen. Gewichte austauschen, Größe einstellen und so weiter, damit auch hier keine Fehler passieren können. Wenn ich an manchen Tagen so gar keine Lust hatte und völlig demotiviert war, so stöberte ich in der Facebook-Gruppe. Dort liest man von vielen Erfolgsgeschichten, also Vorher-Nachher-Bilder und von Leuten, die gerade in einer ähnlichen Phase sind und dieselbe Motivationsschwäche spüren. Aber es wird immer einen dort geben, der dir Mut zuspricht und dich aufbaut. Für mich reichte es schon passiv mitzulesen und mir die Bilder anzugucken, um mich wieder daran zu erinnern, warum ich das mache und was mein Ziel ist. Die 8 Wochen sind mittlerweile um und ich stehe momentan bei einem Gewicht von 77 Kilo. Das ist eine Gesamtzunahme von mehr als 17 Kilo. Dabei muss man bedenken, dass es sich größtenteils um Muskeln handelt. Mein Körperbild hat sich überall geändert. Meine Beine sind dicker geworden, mein Armumfang hat zugenommen und insgesamt sehe ich gesund muskulös aus. Mein Fazit. Ich würde den Muskelentwickler weiterempfehlen für Anfänger und Fortgeschrittene. Man erhält hier theoretisches und praktisches Wissen für einen fairen Preis. Die Betreuung ist ausgezeichnet und wenn man das nötige Durchhaltevermögen mitbringt, so wird man in wenigen Wochen mit tollen Ergebnissen belohnt. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.